Vor langer Zeit lebte eine Prinzessin. Eines Tages machte sie eine Kutschfahrt. Die Kutsche wurde im Wald plötzlich überfallen. Hilfe! Hilfe! Halt, Überfall! Rück das Gold raus und die Prinzessin! Zu einem geheimen Turm gebracht und der Turm wurde von einem Drachen beschützt. Der König schickte seine zwei letzten Ritter und einen Bauernjunge namens Olaf zum Turm. Ich will meine Prinzessin wieder. Los, sucht sie. Nehmt Olaf mit. Die beiden Ritter stritten sich um die Prinzessin, wer sie heiraten sollte. Sie konnten es gar nicht erwarten, die Prinzessin zu retten. Ich werde die Prinzessin heiraten und retten. Nein, ich bin viel klüger als du. Deshalb wird sie mich heiraten. Geht schon mal vor. Ich komme nach. Nein! Wieso? Sie scheiterten an dem Drachen, aber der Drache war geschwächt und schlief ein. Olaf schlich sich an den Drachen vorbei. Durch den lauten Knall erwachte der Drache. Olaf nahm sich eine Rüstung und rettete die Prinzessin vor den Drachen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wollen wir in ein Dorf ziehen? Sie ritten in ein Dorf, bekamen Kinder und lebten glücklich und zufrieden.